Wir schauen rein, Freunde. Die Jagd nach den Xbox-Hackern. Geht es da um Call of Duty Modern Warfare, in dem gehackt wurde? Falls ja, bin ich auch betroffen. Wir schauen rein. Oh, Digga. Fucking Simplicissimus immer mit geistkranken Dokus. Chat, jetzt Achtung. Take notes, es wird gelernt. Ah, guck mal, das ist eine Regierungstaube. Eine Regierungstaube, die durch die Lüftungsschacht fliegt. Und deshalb, meine Freunde, alle Tauben aufschneiden. Das ist David Pokora. Er ist 22 Jahre alt, hat schulterlange blonde Haare und studiert Informatik. Digga, die Animation ist schon wieder crazy. Ist das geisteskrank. Online kennt man ihn als Xenon und Xenomega. Er ist in der Xbox-Szene unterwegs. Er bastelt mit anderen an den Spielekonsolen und schreibt Cheat-Programme für Halo und Call of Duty. Ja, es geht wirklich darum, das ist crazy. Ist aber krass, dass der keine Augen und kein Gesicht hat. Momentan. Warte mal. Jo, das ist fucking Joecraft von Minecraft, Alter. Das ist fucking Joecraft, der Redstone-Hacker. Momentan hat er ein nerviges Problem. Die Stoßstange seines VW Golf R ist kaputt und der Händler weigert sich, den Ersatz nach Kanada zu liefern. Mann, jetzt kann er in seinem Golf R gar nicht mehr vor die Grundschulen fahren. Also fragt er seinen Freund Justin in den USA, ob er die Stoßstange zu ihm bestellen kann. Die beiden kennen sich seit Jahren aus dem Internet. Justin wohnt in Wilmington, ungefähr 8 Stunden entfernt. David will dann rüberfahren, um die Stoßstange abzuholen, vielleicht eine Kleinigkeit gemeinsam essen und wieder zurück. Sein Vater bietet an, mitzukommen, damit sie sich beim Fahren abwechseln können. Sie nehmen das Familienauto. Eine knappe Stunde später kommen David und sein Vater an der Grenze an. Der amerikanische Grenzbeamte kontrolliert die Pässe. Er will das Auto gerade durchwinken, als ihm ein merkwürdiger Name auf dem Bildschirm angezeigt wird. Was ist Xenon? Fragt der Beamte. Okay, krass. David zuckt zusammen. Sein Online-Username. Aber warum taucht der ausgerechnet hier bei einer Passkontrolle auf? Zwei dunkel uniformierte Gestalten nähern sich dem Wagen. Oh oh. Sie zücken ihre Waffen und rufen, er solle aussteigen. Und schießen 16 Mal auf David, das war's. David wird verhaftet. Er ist in eine Falle gelaufen. Denn, naja, vielleicht hat David mehr getan, als nur etwas an Konsolen zu tüfteln und ein paar Cheats zu programmieren. Tatsächlich jagt ihn das FBI seit Jahren. Das ist krass. Denn er ist Teil einer Hackergruppierung, die später als Xbox Underground bekannt wird. Das klingt wie der Wax the Clan. Aber die sind wahrscheinlich ultra stark. Und verantwortlich für eine beispiellose Reihe von Cyberangriffen auf einige der größten Tech- und Medienkonzerne der Welt. Sie haben tausende Login-Daten geklaut, den Quellcode zahlreicher unveröffentlichter Spiele gestohlen und sich Zugang zu geheimen Daten des US-Militärs verschafft. Chillig, Digga. Also geil. Nein, wirklich. So, lass nicht nur bei Spielen bleiben, sondern lass uns einfach noch die US-Army hacken. I guess, die werden damit kein Problem haben. They fuck with us, you know? Das alles haben sie nicht im Auftrag irgendeiner Regierung getan. Hey, sure, man. Sie haben damit teilweise nicht mal wirklich Geld verdient. Sie waren einfach nur ein paar Teenager. Oh nein, das ist krass. Crazy, 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 crazy. Er hat die Tauben gehackt. Ja, yeah, no joke. Ich bin dumm. Akudo, danke schön für 3 Monate. Kuss. Vielen, vielen Dank. Freunde, falls ihr einen Prime übrig habt, lasst ihn gerne hier. Würde mich freuen. Liebe Grüße, ansonsten Follow da lassen. Ne, wäre super. Dankeschön, tschüss. Diese Geschichte basiert auf diesem fantastischen Wired-Artikel und einer grandiosen Doppelfolge des Podcasts Darknet Diaries. Links sind in der Beschreibung. David ist der geborene Hacker. Schon in der Grundschule baut er einen eigenen kleinen Webbrowser. Okay. Das Programmieren bringt er sich einfach selbst bei. 2001 stellt sich das Leben von David und zahlloser Jugendlicher weltweit auf den Kopf. Oh, die OG Xbox kommt raus. Bro, das waren Xbox. Zeiten, Alter. Das waren Zeiten. Die Xbox ist damals ein technologischer Meilenstein. High-End-Hardware verpackt in einem massiven schwarzen Gehäuse. Das schwarz-grüne Dashboard und der völlig überdimensionierte Controller vermitteln leichte Kernreaktor-Vibes. Damals eine völlig neue Ästhetik. David kriegt eine und verliebt sich in Halo. Aber er ist nicht nur Halo, leidenschaftlicher so Gamer, sondern so vor allem geil. Von der Technik der Xbox fasziniert. Hast du die erste Xbox? Nee, ich hatte 360. Im Internet bildet sich schnell eine Wobei, hatte ich eine? Nee, Kollege von mir hatte nur eine. Ich habe selber gar keine gehabt. Community von Gleichgesinnten.
Sie schrauben ihre Konsolen auf und bringen eigene Software zum Laufen. Sie streamen Musik, installieren Linux und starten sogar Nintendo-Spiele auf der Xbox. David ist extrem talentiert und findet schnell Beachtung in der Szene. Er fängt an, Programme für Halo zu schreiben, mit denen man die Spielphysik oder das Wetter verändern kann. Doch 2005 kommt die Xbox 360 raus. Da gab es den Red Ring of Death. Ich weiß noch, wenn du die Xbox hattest und dieser rote Ring kam, da war vorbei, Junge, da war vorbei. Und verändert alles. Microsoft hat aus seinen Fehlern gelernt und die Konsole sicherer gemacht. Um die neue Xbox zu hacken, braucht es ein sogenanntes Development Kit. Eine spezielle Konsole mit zusätzlichen Features für Entwickler. Die musste man so reinstellen. Dev-Kits sind extrem schwer zu bekommen. Ja, ich erinnere mich. Nur von Microsoft verifizierte Entwickler dürfen diese speziellen Konsolen besitzen. Für alle anderen sind sie streng verboten. Es dauert einige Zeit, aber irgendwann tauchen vereinzelt Dev-Kits im Internet auf. Irgendjemand hat tausende von ihnen auf einem Recyclinghof gefunden. Ist das dumm? Microsoft wollte sie eigentlich entsorgen, doch jetzt macht jemand mit dem Verkauf ein Geschäft. Ist das dumm? 2008 kauft David mehrere dieser Dev-Kits für sich selbst und verkauft sie zum Teil weiter. So lernt er Justin May kennen, sein Freund aus Wilmington. Online nennt sich Justin einfach MTW. Mit dem Dev-Kit hat David Zugriff auf das sogenannte Partnernet. Eine geschlossene Plattform, auf der Xbox-Entwickler Testversionen ihrer Spiele hochladen können. Bis spät in die Nacht durchforstet er das Partnernet. Immer wieder postet er Screenshots von unveröffentlichten Spielen und macht sich damit in Online-Foren einen Namen. Er kommt immer häufiger zu spät zur Schule. Seine Noten werden schlechter. Aber vielleicht ist das ja sein Sprungbrett zu einer Karriere als Spieleentwickler, denkt er sich. Ja, oder halt auch was anderes dann, ne? 2010 wird ein Junge namens Dylan Wheeler auf David aufmerksam. Dylan ist 14 Jahre alt und kommt aus Perth in Australien. Er hat lange braune Haare und steckt mitten in der Pubertät. Er liebt den Nervenkitzel und findet früh Gefallen am Hacken. In der Highschool verschafft sich Dylan unerlaubt Zugang zum Schulnetzwerk und wird suspendiert. Alles Kids. Doch Dylan ist kein Typ, der sich gerne etwas sagen lässt. Also hackt er das Netzwerk nochmal. Krass. Und wird wieder suspendiert. Krass. Er ist fasziniert davon, was Leute wie David mit der Xbox anstellen können und will dazugehören. Also meldet er sich in Xbox-Hacking-Foren an. Online nennt sich Dylan Super Day. Im gleichen Jahr landet ein weiteres Xbox 360 Dev-Kit bei Sanat Neshiwa. Sanat ist 24, wohnt in Washington, New Jersey und ist absoluter Technikfreak. Seit er 8 Jahre alt ist, spielt er crazy. Mit 12 fängt er an, Konsolen auseinanderzubauen. Sein Zimmer ist vollgestellt mit Elektronik. Auf seinem Schreibtisch steht ein Lötkolben, ein Oszilloskop und alle möglichen elektronischen Bauteile. Er wird Teil der Xbox-Szene und nennt sich dort Sonic. Für David, Justin, Dylan, Sanat und viele andere ist es eine extrem aufregende Zeit. Elton John möchte Joe Biden heiraten. Sollen sie tun, freut mich doch. Partnernet ist eine Goldgrube. Sie können neue Spiele Monate vor Release zocken und das komplett kostenlos. Doch irgendwann geraten sie mit einigen Spieleentwicklern aneinander. David findet 2009 einen Weg, um Cheats für das damals brandneue Call of Duty zu benutzen. Damn. Er richtet einen Server ein. Ich bin gelernter Elektroniker. Well, okay. Kai Sennett war da auch mit drin verwickelt. Was ist das für eine Theorie? Wo kommt das denn schon wieder her? Eine Gebühr von $100 pro halbe Stunde kann man durch Wände laufen und trifft mit jedem Schuss den Gegner. Das ist geil. Das Cheat-Geschäft ist ein Riesenerfolg. Schnell verdient er damit bis zu $8,000 pro Tag. Krank. Von dem Geld geht er mit seiner Freundin in teure Restaurants und schläft in Luxushotels. Ist das krass. Activision, der Entwickler von Call of Duty, wird auf Davids Masche aufmerksam. Sie schicken ihm Unterlassungserklärungen und drohen mit einer Klage. Woher wissen Sie? David reagiert nicht. Sind doch nur Videospiele, denkt er sich. Ist ja nicht so, als würde er sich in Server hacken und Informationen stehlen. Noch nicht. Doch das wird sich schon bald ändern. Mhm. Hacks werden üblicherweise nicht mit dem alleinigen Ziel ausgeführt, möglichst viel über Videospiele herauszufinden. Deutlich häufiger geht es um wertvolle, persönliche Daten, die in den falschen Händen landen können. Das ist ein Placement. Sogenannte Datenbroker bündeln diese Informationen zu Schattenprofilen. In diesen Profilen kann von deinen Lieblingsgames bis hin zu sensiblen Gesundheitsinformationen alles drinstehen.
Diese Datenpakete können Broker weiterverkaufen oder selbst nutzen. Ja. In besonders schlimmen Fällen können Kriminelle deine Identität missbrauchen und zum Beispiel Einkäufe in deinem Namen tätigen. Nein, das geht nicht. Incogni hilft dir dabei, deine Daten bei zahlreichen Brokern löschen zu lassen. Per App gibst du in wenigen Schritten den Auftrag und über das Dashboard hast du den aktuellen Stand immer im Blick. Okay, unter incogni.com/simplicissimus bekommst du mit dem Code simplicissimus einen exklusiven Rabatt auf einen Einjahresplan. Trotz der Löschung durch Incogni können deine Daten immer noch online erscheinen. Eine 100%ige Garantie gibt es nicht. Geh grundsätzlich vorsichtig mit deinen Daten um. Nein, nein, nein. Oh oh. Admin 06060606. Eines Minecraft. Abends bekommt Dylan eine Nachricht von einem Freund namens GamerFreak1727. Also Gamers Time. Er schickt ihm eine Liste mit Usernamen, Mailadressen und Passwörtern. Sie sind aus einem Epic Forum Games. Des Spieleentwicklers Epic Games. Epic ist damals bekannt für die Unreal Tournament und Gears of War Reihen. Dylan schaut sich die Liste an und findet schnell die Zugangsdaten eines IT-Mitarbeiters von Epic Games. Er fragt sich, ob er dasselbe Passwort wohl auch auf anderen Seiten benutzt. Oh nein. Also probiert er, sich mit den Daten im Gmail-Account des Mitarbeiters einzuloggen. Und es klappt. Oh nein. In dem Postfach findet er ein weiteres Passwort. Admin 060606. Damit hat Dylan ist das dumm. Zugriff auf das interne Netzwerk von Fucking Epic Stupid Games. Man. Dylan schreibt David eine Nachricht und erzählt ihm von seinem Fund. David ist neugierig und fragt sich, ob sie auf den Servern wohl unreleased Spiele finden. Doch er weiß auch, dass das, was er da tut, illegal ist. Deswegen setzt er sich ein paar Grenzen. Er will sich keine Kundendaten anschauen und auch keine Kreditkarteninfos. Es geht ihm nur um die Spiele. David und Dylan durchforsten monatelang gemeinsam die Server von Epic Games nach allem, was irgendwie interessant aussieht. Und tatsächlich Fortnite. Finden sie nach einiger Zeit etwas. Fortnite. Eine Vorabversion von Gears of War 3. Ach so, okay, schade. Inklusive Quellcode. Die beiden sind extrem aufgeregt. Sie sind kurz davor, eines der meist erwarteten Spiele des Jahres Monate vor allen anderen spielen zu können. Sie schreiben Sanat und weihen ihn ein. Er hat ein gehacktes Modem zu Hause. Damit kann er seine IP-Adresse verschleiern und das Spiel herunterladen, ohne erwischt zu werden. Sanat loggt sich ebenfalls bei Epic ein und startet den Download. Es sind hunderte Gigabyte an Daten. Er bleibt die ganze Nacht wach, bis der Download endlich abgeschlossen ist. Er ist zu aufgeregt, um jetzt zu schlafen. Er brennt die Daten auf insgesamt 8 Blu-rays und schickt sie David. Auf das Paket schreibt er Hochzeitsvideos. Krass. Als das Paket ankommt, probiert er das Spiel aus. Aber es ist noch ziemlich unfertig. Viele der Texturen fehlen. In diesem Zustand ist es nicht wirklich spielbar. David schickt das Spiel den anderen, darunter auch Justin. Nur wenige Tage später landet das Spiel öffentlich als Download im Internet. Der Leak macht Crazy. Überall Schlagzeilen. Crazy. Last week, Gears of War 3 was leaked on the web. Gears developer Epic Games confirmed that this is not the final build of the game and warned people that downloading the title may actually melt your system. Not sure if that's true, but scare tactics aside, don't pirate. Pirating sucks. Pirating sucks. Pirating sucks, yeah. Jungs sind noch immer im Netzwerk von Epic Games. Und dort stoßen sie auf eine sehr beunruhigende Mail. Fortnite, achso. Epic Games hat wegen des Leaks das FBI eingeschaltet. Oh, doch nicht. Doch anscheinend haben sie die Gruppe bisher nicht entdeckt. David kriegt Panik. Er fragt Justin, ob er ihm helfen kann, seine Festplatten zu verschlüsseln. Sanat will erstmal abwarten und sich zurückziehen, bis sich die ganze Sache beruhigt. Dylan ist das FBI egal. Er loggt sich weiter in die Server ein. Er ist ja aus Australien, den juckt nicht. Während die Beamten gleichzeitig dort unterwegs sind und nach ihnen suchen. Das Risiko zahlt sich für Dylan aus. Denn kurze Zeit später findet er einen angeschlossenen USB-Stick im Netzwerk. Nein. Darauf gespeichert ist eine Liste mit allen wichtigen Zugangsdaten des Unternehmens. Ist das dämlich, Alter, ist das dumm. Damit hat Dylan jetzt vollen Zugriff auf das Netzwerk von Epic. Er loggt sich ab da täglich in das Netzwerk ein. Er ist auf den PCs einzelner Mitarbeiter unterwegs und klingt sich in Webcams ein. Ist das krass. Von seinem PC in Australien kann er in Echtzeit beobachten, wie Mitarbeiter von Epic im Gebäude herumlaufen oder in Meetings sitzen. Ist das crazy. Die Schwachstellen, die Dylan ausnutzt, sind oft menschlich. Auf Servern sucht er nach Zugangsdaten und probiert aus, ob die Passwörter auch auf anderen Seiten funktionieren. So schafft er es, sich irgendwann auch in die Netzwerke weiterer Unternehmen zu hacken. Oh, nö. Dylan ist wie im Rausch.
David und Sanat bekommen mit, was Dylan macht und steigen wieder ein. Sie können einfach nicht widerstehen. Crazy. Stück für Stück verschaffen sie sich... Ja, Social Engineering machen wieder dumm Arsch menschliche Fehler, ernst. ...gemeinsam Zugang zu Konzernen wie Microsoft, EA, Bungie, Blizzard, Valve und Activision. Graben sich immer weiter durch und laden immer mehr unveröffentlichte Spiele herunter. Digga, das sind einfach nur Nerds, die zocken wollen. Für die Jungs ist... Wieso machen die so viel... Sie haben so fette Gehirne und machen so einen Scheiß, das ist crazy. ...diese Zeit ein absoluter Fiebertraum. Seit fast einem Jahr hacken sie sich jetzt schon quer durch die Videospielbranche. Immer wieder verdienen sie damit auch Geld. David fängt an, die unveröffentlichten, geklauten Spiele an einen User namens Xbox Dev Guy zu verkaufen. Ist das Den dumm. Kontakt bekommt er von Justin. Doch in erster Linie sind sie noch immer Videospielfans. Ja. Sie laden Freunde zu sich nach Hause ein und zeigen ihnen neue Spiele. Woher sie die haben, verraten sie nicht. Sie sind eine kleine, aber eingeschworene Gruppe. Doch sie schaffen es nicht immer, die Aufregung für sich zu behalten. Ab und zu geraten Infos an die Öffentlichkeit. Und immer wenn das passiert, wollen neue Leute Teil der Gang werden. Zwei neue Gesichter stoßen zur Gruppe. Austin Alcala ist ein 16-jähriger Highschool-Schüler aus McCordsville in Indiana. Austin ist über 1,90 groß und eher zurückhaltend. Online nennt er sich AA Monkey. Der zweite Neuling ist Nathan LaRue. Ein 18-jähriger Junge aus Bowie in Maryland. Sein Vater ist Dieselmechaniker, seine Mutter unterrichtet ihn zu Hause. Nathan hat zum Beispiel ein Programm geschrieben, um FIFA-Coins zu fälschen. Er träumt davon, von später mal Spieleentwickler zu werden. Im Internet ist er als Anime-Freak unterwegs. Natürlich, die klar. Gruppe wächst und weitet ihre Spionage aus. Sie hacken sich in Server, die immer weniger mit Gaming zu tun haben. AMD, Intel, Disney, Warner Brothers und Google. Am Ende dringen sie in insgesamt fast 25 Unternehmen ein. Krass, Alter. Alles Großkonzerne. Gegen die Gruppe habe ich letztens Battle Wars gezockt. Das ist crazy. Das ist crazy. Average 4chan-User. Das ist verrückt. Ein wirklich. Später Abend im Sommer 2012. Austin und Nathan sind auf den Servern von Zombie Studios unterwegs. Einem Entwickler, der vor allem Kriegsspiele für die Spec Ops-Reihe macht. Sie finden einen Tunnel, der sie geradewegs auf einen Server des US-Militärs führt. What the fuck? Darauf befindet sich ein neues Spiel, an dem Zombie Studios gerade arbeitet. Der AH-64D Apache Simulator. Oh nein, die haben jetzt so Militärsimulationen. Oh nee. Flugsimulator, den das amerikanische Verteidigungsministerium in Auftrag gegeben hat. Ey, spätestens da sollte man doch aufhören, oder? Also... Sie überlegen, oh, was sie nee, tun sollen. Jungs. Das hier ist größer als alles andere, was Fucking sie bisher gefunden nein. haben. Gefährlicher. Am Ende gewinnt die Neugier und sie laden das Spiel herunter. Ey. Wahnsinn. Sie stoßen auf die atomaren Zugangscodes und laden sie herunter. Die Gruppe ist an ihrem Höhepunkt. Sie sind seit über 2 Jahren aktiv. Sie waren an Orten, zu denen niemand sonst Zugang hat. David, ja, Dylan, Sanat, Austin und halt Nathan sind ficken, zum Kern geworden. Andere sind immer wieder lose an den Hacks beteiligt. Insgesamt sind sie jetzt fast ein Dutzend Leute. Sie wissen, dass alles, was sie bis hierhin gemacht haben, sie ins Gefängnis bringen könnte. Doch sie können nicht aufhören. Sie machen Witze, wie sie ihre Gang im Gefängnis nennen wollen. Xbox Underground klingt ziemlich bedrohlich, finden sie. Und lachen. Aber nicht mehr lange. Shit, man. Durango. Ich bin pokersüchtig, Onga Bonga. Alles gut. Gewinn, mach ein paar Euros und dann gibt dir Subs, das passt schon. Justin alias MTW war schon... Irgendwann wird sowas passieren, wenn jemand die Atomcodes im Pentagon hackt, ein 12-Jähriger, ja? Früh Teil der Gruppe. Ein paar Jahre vor dem Epic Games Hack hat er das Xbox 360 Dev Kit von David gekauft und ihn so kennengelernt. An vielen Aktionen war Justin direkt beteiligt. Those boys ain't quitters. Echte Gewinner hören nicht auf. Als Gears of War 3 geleakt wurde, hat Justin das Spiel nur wenige Tage vorher von den anderen bekommen. Oh, krass. Einige in der Gruppe vermuten, dass er das Spiel damals ins Internet gestellt hat. Justin ist knapp 3 Jahre älter als David, aber im Gegensatz zu ihm deutlich unvorsichtiger. Er fickt also ohne Gummi, ja? Das wird Konsequenzen haben. 2010 ist Justin bei... Wenn du dich im Knast Xbox Underground nennst, doch direkt over mit dir. Ja, ja. Wenn du so, das sind so Leute, so Welt, wovon, wo bist du? Ja, Kali Kartell, Bloods, Crips und du? Xbox Underground, Mother... Direkt ein Messer in den Bauch.
der PAX East, einer Videospielmesse in Boston. Er bekommt einen Anruf von Sanat und ein... Hört dem Paket Altschauerberg 8. Habe ich nicht gesehen, wartet. Ein paar Jahre vor dem Epic Games hat er das Xbox 360 DevKit von David gekauft. 8 Altschauerberg, ja. Und ihn so kennengelernt. Stark. 2010 ist Justin bei der PAX East, ja, ich wollte früher immer auf die PAX gehen. Ich wollte früher immer auf die PAX. Einen Anruf von Sanat und einigen die ganzen anderen Ami-YouTuber da waren. Sie fragen ihn, ob er sich in eins der Netzwerke klinken kann. Vielleicht findet er ja irgendwas Interessantes. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Doch das Netzwerk ist zu gut gesichert. Justin kann sich nirgendwo einloggen. Doch damit will er sich nicht abfinden. Er läuft über das Messegelände und findet den Stand des kleinen Entwicklerstudios Atomic Games. Papa hat deine Sprachen richtig geschickt. Oder Real Talk, ne? Kannst alles abbeißen, Mensch, Junge, wie in dieser Werbung mit den Kaugummis, wo der den Teller abgebissen hat. Ich habe nämlich hier drauf geschrieben, auf dieses Bild von Kevin, wo er so am Grinsen ist, habe ich geschrieben, warte. Mit den Zellen kann der gemeine Teller alles essen, sogar Arsch und andere Flugzeugflügel. Stellen gerade ihren neuen Shooter Breach vor. Justin wartet, bis einer der Mitarbeiter auf die Toilette geht. Als die Luft rein ist, läuft er hinter den Stand und versucht, das Spiel heimlich auf seinen Laptop zu laden. Doch dann kehrt der Mitarbeiter früher als gedacht zurück. Nach nur 14 MB muss Justin den Download abbrechen und flüchtet. Nach einer ziemlich kurzen Verfolgungsjagd wird er von zwei Mitarbeitern geschnappt. Sie bringen ihn zur Polizei. Bei seiner Festnahme versucht er, die Beamten zu bestechen und bietet ihnen $100 an, wenn sie ihn gehen lassen. Ist der dumm, Digga, ist der stupid. Bei der Vernehmung gibt er offen zu, dass er das Spiel klauen wollte. Mehrmals sagt er der Polizei, er habe Namen von größeren und wichtigeren Personen als ihm. Lil Bro würde einen Monat bekommen auf Bewährung und snitcht einfach. Und er will $100 schmieren, ist der dumm, Junge. Justin ist der Wirt. Als die Aktion bekannt wird, verliert Justin sein Vertrauen bei der Gruppe. Er verschwindet eine Zeit von der Bildfläche. Doch irgendwann nimmt er wieder Kontakt auf und versucht, das Vertrauen zurückzugewinnen. Er betrügt jetzt Unternehmen wie Cisco, Microsoft und Lenovo. Okay, chillig. Mit einer Rücksendemasche. So ein Typ kann unmöglich mit der Polizei zusammenarbeiten, denken sich einige in der Gruppe und nehmen Justin wieder. Bro hat unter Zero Pressure gefoldet. No joke, es gab keinen Grund, er hat einfach gesnitcht. Auf. Andere bleiben skeptisch. Nach einiger Zeit ist Justin wieder an Bord. Affe, ich hab noch nicht gefragt. Zurück im Jahr 2012. Mach das im August noch. Sind David und Dylan auf den Servern von Microsoft unterwegs. Sie stoßen auf einen Ordner, der ziemlich gut gesichert ist. Wie es aussieht, haben nur ein paar Entwickler überhaupt Zugriff darauf. Vielleicht ist es irgendein geheimes Projekt des Konzerns, denken sich die beiden. Sie laden den Ordner herunter und finden darin eine Reihe von technischen Dokumenten. Dazu ein paar Bilder von Platinen und Gehäusen, Quellcode, all sowas. Die Gruppe überlegt, was das sein könnte. Schnell fügt sich das Puzzle zusammen. Die neue es Xbox. Sind Pläne für die neue Xbox. Sind die dumm? Codename Durango. Später wird sie Xbox One getauft. Sie überlegen, was sie mit den Plänen machen sollen. Oh nein. Sie könnten sie theoretisch verkaufen oder sie bauen die Konsole selber nach. Ist nicht deren Ernst, das haben die nicht gemacht. Wie es aussieht, sind alle Teile frei im Handel zu bekommen. Ist das krank. Sie bestellen die Teile online und lassen alles zu Nathan nach Hause liefern. Nathan hat sich bereit erklärt, die Konsole zusammenzubasteln. Ist das crazy. Und es funktioniert. Ist das crazy. Sie haben jetzt einen funktionierenden Prototypen der neuen Xbox. Nein. Nur leider keine Spiele, um sie zu testen. Nein. Also entscheiden sie sich, die Konsole zu verkaufen. Sie finden einen Käufer auf den Seychellen, der bereit ist, $5,000 dafür zu zahlen. Ist das krank. Der Käufer überweist das Geld und sie wollen die Konsole bei der Post aufgeben. Justin meldet sich. Er will sie zur Post bringen. Die Gruppe willigt ein. Justin fährt aus Delaware ins knapp 2 Stunden entfernte Bowie zu Nathan und holt die Konsole ab. Doch das Paket kommt nie auf den Seychellen an. Fucking Justin. Sie werden unruhig. Ob das FBI das Paket vielleicht abgefangen hat? Nachdem der Verkauf nicht klappt, stellt Dylan die Bilder des Prototyps im Alleingang online. Ja. Einfach nur, um zu schauen, was passiert. Dylan und Justin for you dämlich. Der Xbox-Prototyp ist jetzt öffentlich bei einer Auktion auf eBay. Dylan ist mittlerweile bekannt für unüberlegte Aktionen. Schon Anfang 2012 hat er betrunken bei Epic Games angerufen und gestanden, ihre Server gehackt zu haben. Gigasmart, wirklich richtig geil. Er hat den Mitarbeitern am Telefon erklärt, wie er das angestellt hat und wollte als Belohnung ein Poster.
Bro, wirklich, Justin und Dylan sind so fucking stupid, die beiden. Das ist unglaublich, Mann. Er hat es tatsächlich bekommen. Ist das geisteskrank. Dieses Mal wird es noch viel schlimmer. Die Auktion auf eBay geht viral. Nach kurzer Zeit steht sie bei über $20.000. Doch der Verkauf geht nicht durch. Microsoft erhebt Urheberrechtsanspruch. Dylan, der die Auktion mit seinem Online-Namen Superday gestartet hat, fängt jetzt an, Online-Interviews zu geben. Ist der dumm? Ist der dumm? Dylan! Junge! We have someone who's gotten pretty world-renowned over the past couple of weeks here. I'm just gonna go straight to the chase here. His name is Dylan. Most people probably know him by his moniker Superday. He's gotten himself into a little bit of trouble with Microsoft. And yeah, my name is Dylan. I live at 235 Nashville, Baker Street. Taking the hacking community by storm. Dylan, und ja, Lenny, danke schön für den Prime. Kuss. Sanat und David sind sauer auf Dylan. So richtig sauer. Hey. Nachdem sie mittlerweile überall im Internet ihre Spuren hinterlassen haben, ist diese Aufmerksamkeit das Letzte, was sie gerade brauchen. Hey. David bricht den Kontakt zu Dylan ab. Noch wütender kann nur Microsoft selbst gewesen sein. Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf. Oh, nee. Nur wenige Wochen nach der Auktion stürmt das FBI das Haus von Nathan LaRue alias Animal Freak und verhaftet ihn. Oh. Sanat Nesheiwa alias Sonic will sich von der Gruppe distanzieren, aber sein Haus wird ebenfalls gestürmt. Oh Mann. Den Durchsuchungsbefehl, den die Beamten dalassen, schickt er unter anderem Dylan. Dylan veröffentlicht die Namen der Beamten, die Sanats Haus gestürmt haben im Internet. Ist der Dylan? Dylan, hör doch auf! Warum bist du so dumm? Dylan, wieso? Er droht öffentlich damit, dass er Attentäter auf sie ansetzen will. Dylan, hör doch auf! Später bereut er diesen Satz. Ach Mann. Im Februar 2013 wird Dylan Wheeler alias Superday schließlich von den australischen Behörden verhaftet. Austin hat von Nathan gelernt, wie man FIFA-Coins fälscht und daraus ein Geschäft gemacht. Justin ist in eigene Scams verwickelt. Beide verschwinden eine Zeit lang von der Bildfläche. Nach der Reihe von Verhaftungen verhält sich auch David in Kanada bedeckt. Zumindest so lange, bis er die Chance auf einen echten Prototypen der neuen Xbox bekommt. Ich bin dumm. Mann, wie kann man so fucking nerdy sein, Alter? Dylan, so eine Fotze, no joke. Fucking Dylan, trash, bro. David ist gerade auf einem Konzert, als er einen Anruf von Austin bekommt. Austin erzählt von einem 18-jährigen Hacker namens Armand the Cyber. Guck mal, die Jungs hätten so viel erreichen können. Die hätten for real Mitarbeiter des Monats bei Epic Games und Microsoft werden können. Stattdessen die scheißen rein, der eine betrügt alle für ein Poster. Das ist doch geisteskrank. Wie kann man so dumm sein? Armand habe Zugang zum Firmengelände von Microsoft und bietet einen echten Durango-Prototypen von dort zu stehlen. Nein. Guck mal, die scheißen noch mehr rein. Das ist crazy. Im Zug will er von ihnen Zugangsdaten zu einigen Servern von Microsoft und ein paar tausend Dollar. David hält Armin für verrückt, aber seine Neugier ist mal wieder zu groß und er willigt ein. Um 21 Uhr fährt Armin mit seinem Auto zum Firmengelände von Microsoft. Er trägt einen Pullover mit dem Logo des Unternehmens und hat einen großen Rucksack dabei. Armin hat die Zugangskarte eines Mitarbeiters kopiert und kommt ohne Probleme rein. Ist das krank. Das Gelände ist riesig, aber Armin kennt sich mittlerweile gut aus. Ist das crazy. Seit fast einem Jahr schleicht er sich regelmäßig in die Gebäude wie... Bonga Bonga, ich hab nicht Geburtstag, aber gib dir trotzdem Subs, danke dir. ...es wohl wäre, hier zu arbeiten. Er ist ein riesiger Microsoft... Prototypus Konzern stehen, einfach Classic, Digga. ...Fan. Er hat sich sogar schon beworben, aber noch keine Antwort bekommen. Lil Bro hat sich diesen Aufklebebart dran gemacht, damit ihn keiner checkt. Armin betritt eines der Bürogebäude. Er ist nervös. Er war schon oft hier, aber bisher wollte er nie etwas klauen. Es sind noch vereinzelt Leute unterwegs. Immer wenn er Schritte hört, versteckt er sich. In einem der Großraumbüros im dritten Stock findet er, wonach er sucht. Mit zittrigen Händen packt er 3 Xbox-Prototypen in seinen Rucksack, ist das krass. Verlässt das Gebäude und fährt nach Hause. Aber das sind ja überall Kameras, also man hat ihn ja gefilmt. 2 der Konsolen schickt er David und Austin. Ist das crazy. Eine behält er für sich. Ist das crazy. Nur eine Woche später bekommt Armin einen Anruf.
Es ist Microsoft. Sie haben sich seine Bewerbung angeschaut. Nein. Der hat sich da beworben, nachdem er da was geklaut hat. Digga, das ist so, wie wenn ich bei Penny einfach eine Gurke klaue und dann an der Kasse arbeiten möchte. Er hat den Job. Oh, das ist unfassbar. Ein Traum wird wahr. Doch nach nur wenigen Wochen verliert Armin den Job wieder. Überwachungskameras haben aufgezeichnet, wie er die Prototypen gestohlen hat. Ist das dämlich? Er wird in Gewahrsam genommen. Im Januar 2014 wird Austin Alcala alias AA Monkey von 4 FBI-Beamten in seinem Haus festgenommen. Im März wird auch David Pokora alias Sen Omega an der Grenze zur USA verhaftet. Crazy. David, Sanat, Austin und Nathan kommen in den USA gemeinsam vor Gericht. Am anderen Ende des Globus wird parallel auch Dylan der Prozess gemacht. Die Gruppe wird angeklagt wegen Identitätsdiebstahl, Betrug und der Verschwörung zum Diebstahl von geistigem Eigentum in Millionenhöhe. Krank. Die Anklageschrift ist extrem detailliert. Das FBI muss sie schon lange vorbereitet haben. Crazy. Es gibt Chatverläufe und Transkripte von persönlichen Gesprächen, die zurückgehen bis zum ersten Epic Games Hack in 2011. Vor Gericht tauchen sogar Tonaufnahmen auf, die heimlich während ihrer Hacking-Sessions gemacht wurden. Krass. But the funny thing is, I still have root access to all their computers, because I signed in yesterday. So he knowingly logs into Epic, knowing that the Fed's chill there. What do you mean? Like, he in the emails, like, they were emailing FBI people and shit, and he knows that they talk to each other, but he still manages to not care. I have shit to the US military. I have shit to the Australian Department of Defense. I have every single big company, Intel, AMD, NVIDIA, Google, Microsoft, Disney, Warner Brothers, everything. Immer wieder einfach auf dumm. Wieder taucht in der Anklage Person A auf. Person A hat einen Großteil der Beweise für das FBI beschafft. Da ist eine Snitch. Wo soll die Person David geholfen haben, seine Festplatte zu verschlüsseln und unveröffentlichte Spiele an einen User namens Xbox Death Guy zu verkaufen? Fucking Justin oder Dylan again, huh? Person A soll auch einen selbstgebauten Prototypen der neuen Xbox beim FBI abgeliefert haben. I get a copy of the indictment and I start reading about Person A from Wilmington, Delaware. We all only knew one person from Wilmington, Delaware. Oh nein. Justin. Fucking Justin again, man. Justin. Vieles deutet darauf hin, dass er ein Informant für das FBI gewesen sein muss. Vielleicht hat er nach dem PEX-Vorfall einen Deal mit der Polizei ausgehandelt und ist deswegen mit seinen ganzen Scams ungestraft durchgekommen. Ist das krass. Genau weiß es niemand. In den USA plädieren die Jungs für schuldig. Ich bin dumm. Mit der Verurteilung gehen sie sehr unterschiedlich um. David ist kooperativ. Er hilft den Ermittlern dabei zu verstehen, wie sie die Sicherheitssysteme von etlichen Milliardenkonzernen umgehen konnten. Die Ermittler sind ziemlich beeindruckt davon, wie talentiert der 23-Jährige ist. Sie richten ihn hin. Er kommt für 18 Monate ins Gefängnis. Ja, okay. Scheiße, aber machbar. Als er wieder draußen ist, beendet er sein Studium und fängt an, bei Cybersicherheitsfirmen zu arbeiten. Okay, I guess. W für ihn. Austin bekommt 3 Jahre auf Bewährung. Warum kriegt AA Monkey so viel? Warum? Muss keinen einzigen Tag ins Gefängnis, okay. Denn er soll das FBI bei einem anderen Betrugsfall mit gefälschten FIFA-Coins unterstützen. Ah, okay. Check, W für ihn auch. Er wird später Cybersicherheitschef bei einem Social-Media-Startup. Das ist crazy. Sanat muss genau wie David für 18 Monate ins Gefängnis. Okay. Die Jahre danach sind für ihn eine extrem schwierige Zeit. Aber er war der Motherfucker so. Er hat die Hype-Dab gecodet. Er fängt nach dem Gefängnis einen Job in einem Vape-Store an und geht parallel aufs College. Oh, doch nein. Seine Bewährungshelferin verbietet ihm, einen PC zu benutzen und schikaniert ihn ständig. Wie dumm, Digga. Everything that I would ever ask her would always be a no. Like, for example, like I would want to go down and see, you know, my sister in Virginia or something. And it's no. You know, it could be, she would come up with the craziest reasons to why she wouldn't let me do anything. Sanat vereinsamt immer mehr und entwickelt irgendwann eine Depression. Er sieht kaum Perspektiven für sich und wird drogenabhängig. Oh nö. Seine Bewährungshelferin sieht in seinem Konsum einen Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen. Ach, dreckige. Sie zerrt ihn vor einen Richter, der Sanat für weitere 9 Monate Haft verurteilt. 2019 endet die Bewährung für die zweite Haft und Sanat darf das erste Mal seit Jahren wieder einen PC benutzen. Ist das krass. Er ist mittlerweile clean und lebt bei seiner Schwester. Ist das krass beschissen. Hoffentlich macht er noch Big Money mit irgendwas, der kann ja einiges. Für Nathan ist die Aussicht auf Gefängnis besonders schwer zu ertragen.
Nathan ist einer der Jüngsten der Gruppe, ein eher sanftmütiger Typ und hat große Angst vor dem Gefängnis. Er war von allen am wenigsten an den Hacks beteiligt. Nathan beantragt, auf Kaution freizukommen, bis das Urteil rechtskräftig ist. Er bekommt eine Fußfessel und darf bei seinen Eltern wohnen. Oh, crazy. Doch die Vorstellung, was ihm im Gefängnis droht, macht ihn fertig. Eines Tages schneidet er sich die Fußfessel ab und versucht zu fliehen. Er bezahlt einen Freund, der ihn an die Grenze zu Kanada fährt. Doch die Polizeibeamten erwischen ihn bei der Grenzkontrolle. Nathan gerät in Panik. Er steigt aus dem Auto aus und läuft über die Brücke Richtung Grenze. Oh, oh. Doch die Polizei holt ihn ein. Er ist verzweifelt und überlegt, ob er von der Brücke springen soll. Dann zückt er ein Messer und verletzt sich damit selbst, bis er zusammenbricht. Fucking nein. Er überlebt und kommt kurz darauf wieder ins Gefängnis. Shit, Mann. Dort muss er 2 Jahre absitzen. Kurz davor outet sich Nathan als trans und heißt fortan Holly. Das ist crazy. Die Zeit im Gefängnis muss furchtbar gewesen sein. Nur 1 Jahr nach der Freilassung begeht Holly Selbstmord. Oh, fuck, Mann. In Australien plädiert Dylan als einziger für nicht schuldig. Stupid fucking Dylan, man. Was folgt, ist eine Reihe von Gerichtsverfahren, die sich über 3 Jahre hinziehen. I guess I pled not guilty to the sense that they tried to hit me with everything when there wasn't everything that I did. At the start, they put a lot of false charges on me. Dylan soll seinen Reisepass abgeben. Doch stattdessen fährt er zum Flughafen und fliegt nach Tschechien. Ja, okay, Bro, also... Er hat die tschechische Staatsangehörigkeit, weil seine Mutter von dort kommt. Kurze Zeit danach wird Dylans Mutter wegen Beihilfe zur Flucht zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Dylan sagt, seine Mutter hätte ihn weder zum Flughafen gefahren, noch ihm Geld überwiesen. Ja, it's kind of a harsh reality of everything. You know, someone's gotta go down for something. Dylan reist weiter nach Großbritannien, wo er eine Cybersecurity-Firma gründet und Vorträge zu Sicherheitsthemen hält. I'm not hiding, because I'm not doing anything wrong. I did something when I was a kid, when I was a teenager. Er hat aber seine Mutter underage teenager. It was wrong. I learned from that. Im März 2022 schließt Dylan sein Unternehmen. Seitdem gibt es keine Spur von ihm. Crazy. Er hat Corona-Zentren in Deutschland gemacht. 2017, als nahezu alle Xbox Underground-Mitglieder ihre Strafe abgesessen haben, wird auch Justin May verhaftet. Fucking Justin, man. Die Beamten beschlagnahmen einen brandneuen BMW und knapp $40,000 Bargeld. Chillig. 2021 wird er wegen Betrugs, Hehlerei, Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu fast 8 Jahren Haft Digga. Und $4 Millionen Strafe verurteilt. Stupid, man. Oh, Digga, die Snitch bekommt am meisten Omega. Ja, verdient, I guess. Ey, crazy, crazy Videos. No, also, das ist, war wieder krank. Wirklich. Krass gut, krass gut, krass gut, krass gut. Trunken anrufender Poster bekommst das geilste an dem Video. Ja, das ist fucking stupid. Ey, geiles, geiles Video.